Herzlich willkommen zur Aufzeichnung. Ja, also, die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber. Und da sind wir bei dem neuen Beginn unserer Homepage. Die Gemeinwohlökonomie führt, das haben ganz viele Wirtschaftsleute in Artikeln bei der österreichischen Wirtschaftskammer überall zu Recht angedeutet, würde der Wirtschaft schaden und das wird keine Regierung der Welt jemals einführen. Damit ist die Gemeinwohlökonomie alleine faktisch am Ende. Das begreifen nur die Gemeinwohlökonomie-Leute nicht, weil die denken, dieses linksextremistische Wirtschaft kaputt machen, das sei doch nicht so schlimm und das müsse doch die Politik wollen. Das will sie aber vernünftigerweise natürlich nicht, ja, denn wenn ich die Wirtschaft kaputt mache, resultiert daraus ein armes Land und die einzigen, die von solchen Irrwegen profitieren, von solchen vorteilbringenden Irrtümern sind ja die Sozialsparten, weil dann nämlich dieses Land sich in ein Armutsland verwandelt mit sehr vielen hilfsbedürftigen Kunden, Neukunden für die Sozialspartler, für Arbeitsamtmitarbeiter, Sozialberufe und so weiter, ja. Und das liegt daran, dass die Linksextremisten zusammen mit den Sozialsparten, dass die ihre Irrtümer natürlich nicht erkennen können, nämlich dass ihr Hass und ihre Aggressivität gegenüber den Fähigen, den Kompetenten, den Eliten, den Arbeitsplätzeschaffern in der Gesellschaft am Ende zu nichts anderem führt, dass entweder, wenn eine Revolution gelingt, einfach nur neue Stalins, Maos und Honeckers, die Menschen terrorisieren werden, oder eben so viel Armut in dem Land ausbricht, weil alle Fähigen abwandern, dass dann eben die Armut das Land terrorisiert. Ne? Also entweder Terror durch die Stalins, Maos und Honeckers oder durch die Armut. Und die einzigen, die von all dem letztendlich immer nur profitieren können, sind die Sozialspartler, die Weltsozialspartler und so weiter. Aber das verstehen die eben nicht, sondern denken, es sei doch ganz in Ordnung, wenn man im Prinzip den Unternehmern die Unternehmen aus der Hand nimmt und sie in die Hände der Belegschaft legt, obwohl schon millionenfach bewiesen ist, dass das dann dazu führt, dass die Unternehmen kaputt gewirtschaftet werden wegen der zu geringen Intelligenz und Fähigkeit der Mitarbeiter verglichen mit den Unternehmerpersonen, die meistens deutlich intelligenter sind, ne? Eben zu den Fähigsten des Landes gehören und nicht zu den Dümmsten des Landes. Das kann aber ein Sozialspartler mit seinen vorteilbringenden Irrtümern und seine Opfer, die Linksextremisten, können das natürlich nicht erkennen. Also die Linksextremisten sind ja die Manipulations- und Gehirnwäscheopfer der Sozialspartler mit diesen Irrtümern. So, und jetzt lese ich aber mal vor, was wir dementsprechend als einzige verantwortbare Lösung anbieten, nämlich nur die Kombination und Diskussion Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung. Also Weltrettung und Wirtschaftswunder von 50 Milliarden Euro pro Jahr, je 8 Millionen Einwohner. Das heißt, in Deutschland circa 500 Milliarden Euro Wirtschaftswunder jährlich, in Österreich oder in der Schweiz jeweils 50 Milliarden Euro jährliches Wirtschaftswunder ungefähr möglich. Also wir bieten das ja allen Staaten der Welt an, je 8 Millionen Einwohner, circa 50 Milliarden Euro pro Jahr. Also Weltrettung, Klimalösung und zugleich Wirtschaftswunder 50 Milliarden Euro pro Jahr. Und so weiter. Plus 15% mehr Wahlstimmen ist möglich durch Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, Diskussion.
in Professor Sir Karl R. Popper Falsifikationismus Talks, freundlicher wechselseitiger Falsifizierungsversuche, wo irr ich, wo du, mit Redezeitkonten und Schachuhren und einer aus dieser GWÖ-GWO-Diskussion resultierende GWÖ-GWO-Kombination. Ja, das heißt, da sind auch diese vier weltberühmten Dinge schon genannt. Vier weltberühmte Dinge, die kommen jetzt hier gleich nochmal. Erst nochmal der Kernsatz, Gemeinwohlwirtschaft, also GWÖ-GWO-Kombi, muss die Marktwirtschaft ersetzen. Sehr geehrte Damen und Herren, der ehrenamtlich tätige Weltrat möchte gerne ein dauerhaftes jährliches Wirtschaftswunder von 500 Milliarden Euro verschenken. Also ich habe also schon entsprechende gute Telefonate geführt, noch nicht die optimalen Telefonate, ja, aber die gehen jetzt dann ab Montag dann wieder weiter, die Telefonate mit Bundeskanzleramt, mit Ministerien und so weiter. Und ich lese nochmal, also sehr geehrte Damen und Herren, der ehrenamtlich tätige Weltrat möchte gerne ein dauerhaftes jährliches Wirtschaftswunder von 500 Milliarden Euro verschenken, wobei in einer simulierten Bundestagswahl die Reformen ein Plus von 15% Wählerstimmen bedeuteten und ein Maximum von 56% Wählerstimmen. Ja. Dazu mussten vier weltberühmte Dinge neu tiefer und als Einheit zusammengebracht und verstanden werden. Also der neue Anspracheansatz geht also darauf hinaus, dass die Leute sich für diese vier weltberühmten Dinge vielleicht nochmal besonders interessieren und so, dass wir die nicht mit Sachen beginnen, die den Leuten fremd sind, sondern mit vertrauten, weltberühmten Dingen. Die weltberühmte Anekdote vom alten vom Gesundheitswesen im alten China, dass der Arzt so lange beschenkt worden sein soll, wie alle im Dorf gesund waren. Wurde auch nur einer krank, wurden die Geschenke von allen etwas reduziert. Das ist genau das richtige Belohnungsprinzip. Das ist das gegenteilige Belohnungsprinzip von der Marktwirtschaft. In der Marktwirtschaft heißt es, schädige die Mitmenschen, vergifte die Umwelt und du machst die größten Profite. Ja? Vergifte Umwelt und Menschen, dann machst du die größten Profite. Schädige die Menschen, dann machst du die größten Profite. Das ist Marktwirtschaft und Gemeinwohlwirtschaft ist genau die Umkehr. Zweitens die weltberühmte Anekdote vom Rechtsanwaltwesen des weltweit wichtigsten Denkers aus seinem weltweit inspirierendsten wissenschaftlichen Buch aller Zeiten, Professor Richard Dawkins. Immerhin kannte einer der Mitarbeiter Professor Dawkins, ja, immerhin, da sind wir schon mal froh. Auch da geht es wieder darum, dass Dawkins erkannte, ja, die Rechtsanwälte müssten doch eigentlich belohnt werden, wenn sie die Sachen friedlich und unstreitig lösen, also eher wie ich als Mediator, anstatt sie hochzukochen zu einem ihnen viel in der Marktwirtschaft, zu einem ihnen in der Marktwirtschaft viel geldbringenden, streitigen, aufgeblähten, künstlich aufgeblähten Prozess, der den Kunden schadet, aber den Rechtsanwälten viel Geld bringt. Und da hat er schon angedeutet, wie die richtigen Anreize stehen müssen, genauso wie wir das beim Weltrat eben machen und richtig dann machen. Ja, und dann die dritte weltberühmte Sache, die Gemeinwohlökonomie, GWÖ Christian Felber, war von ihren wirtschaftsfeindlichen Teilaspekten zu befreien durch Einbettung in die GWÖ-GWO-Kombination, GWO-Gemeinwohlwirtschaftsordnung vom Weltrat, seit 1968 die ältere Schwester in der Gemeinwohlwirtschaft. Und die vierte weltberühmte Größe ist Professor Sir Karl R. Poppers Falsifikationismus. Der kritische Rationalismus ist eine von Karl Popper begründete philosophische Weltanschauung. Popper beschreibt ihn als Lebenseinstellung, die zugibt, dass ich mich irren kann, dass du recht haben kannst und dass wir zusammen vielleicht der Wahrheit auf die Spur kommen werden.
Generell muss die Menschheit, sollen die Menschheitsprobleme jemals lösbar werden, ihre Gesprächskultur abwandeln hin zum wechselseitigen Falsifizierungsprozess zu Professor Sir Karl R. Popper Talks freundlicher wechselseitiger Falsifizierungsversuche, wo ich, ihr Ich, wo du mit Redezeitkonten und Schachuhren, wozu wir ja jetzt für jeden Donnerstag einladen, aber da zeigt sich eben, dass auch sogar die Vertreter der freien Argumentekultur gar nicht erkennen, dass das das Wichtigste ist, was überhaupt getan werden muss, nämlich dass die erstmal aus ihren Irrtümern herauskommen müssen durch diese wechselseitigen Falsifizierungsgespräche. Wir laden Sie herzlich ein zum Gespräch mit Ihrer oder unserer Online- und/oder Telefonkonferenztechnik, wobei wir natürlich mit den Leuten auch erstmal sprechen, ohne sofort die Schachuhren einzusetzen. Ja? Freuen uns auf baldige Rückrufe, Telefon. Und dann geht's hier ja weiter mit dem Das Menschheitsprojekt Wissenschaft und Universitäten ist gescheitert. So, das kennen Sie ja schon. Ne? Ja, also, das heißt also, durch die, wir beenden die Marktwirtschaft erlaubt, oder es fordert regelrecht, du kannst nur dann die größten Profite machen, wenn du Mensch und Umwelt vergiftest und schädigst. Und die Gemeinwohlwirtschaft ist genau das Gegenteil. Da machst du die größten Gewinne, wenn du Mensch und Umwelt entgiftest und den Menschen nützt und dienst. Ich verabschiede als erstes die